schießen. Oh. Oh. Alles verdreht. Und ich habe nur noch ein Ausrufezeichen. Ich werde sterben. Naja. Aber es war der Staatsanwalt, der starb. Das ist wahr. Was geht hier vor? Anscheinend war er bereits zuvorliegt mit seinen Schlussfolgerungen. Das war sicher Emma. Ja. Warten Sie! Ich erinnere mich. Ich erinnere mich jetzt. Zeugen. Herr Edgeworth. Was ist? Können Sie mir bitte nochmal Ihre Beweisliste zeigen? Seine Liste? Die mit dem Bild auf der Rückseite? Ich kannte es. Dieses Bild. Ich habe es gemalt. Was? Was? Du hast das gemalt? Das ist richtig. Die Liste war noch nicht in zwei Teile zerrissen, als ich das Bild malte. Hier. Die ganze Zeit über habe ich versucht, alles zu vergessen. Ich muss diesen Teil tief in mir begraben haben. Vielleicht wäre es am besten, das Ganze der Zeugen außer hinzuzufügen. Würdest du uns bitte erzählen, woran du dich erinnerst, Frau Sky? Ja, euer Ehren. Zuerst die Verwechslung mit dem Messer und jetzt der Blue Badge. Das wird interessant. Ja. Übelste Sorte. Emmas Erinnerung, Zeugenaussage. Als ich sah, wie der Mann sein Messer hob, geriet ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Ich glaube, ich schubste den Mann mit dem Messer weg. Dann gab es einen weiteren Blitz und ich sah den Blue Badge. Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seinen Umriss sah. Oh. 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 Klingt ja alles sehr merkwürdig. Das ist wirklich höchst ungewöhnlich. Wohl eher unmöglich. Der Leiter der Kriminalabteilung hat ihn erst dieses Jahr entworfen. Das bedeutet, es gab ihn vor zwei Jahren gar nicht. Ja gut, die Verteidigung möge mit dem Kreuzfeuer beginnen. Oh Gott. Stopp! Bitte, hören Sie auf! Lana! Was soll das bedeuten? Bleiben Sie bitte auf der Anklagebank sitzen! Aber das können Sie nicht tun. Ich habe das Verbrechen doch schon gestanden. Warum belassen Sie es nicht einfach dabei? Generalstaatsanwalt in Sky. Na. Wir sind schon so weit gegangen. Es ist zu spät, umzukehren. Ruhe! Die Verteidigung beginnt jetzt mit dem Kreuzverhör. Gerichtsdiener, bitte halten Sie die Angeklagte fest. Anscheinend kommen wir endlich zum Kern der Sache. Oha. Emmas Erinnerung, Kreuzfeuer. Als ich sah, wie der Mann sein Messer hob. Ich habe noch ein Ausrufezeichen, ich krieg's nicht. Ackerbaden. Naja. Meinst du mit dem Mann Joe Dark? Ja, zumindest glaube ich, dass er es war. Und. Ja, und. Warum steht da du und ich sage und? Hä? Naja. Du glaubst es? Ich sah nur einen Schatten. Der Stromausfall, der unmittelbar vor dem Vorfall stattfand, steht auch in dem Bericht der Staatsanwaltschaft. Also dann... Geriet ich in Panik und rannte auf beide Männer zu. Warum solltest du so etwas Gefährliches tun? Was hätte ich denn sonst tun sollen? Er wollte Herr Marshall erstechen. Sie ist überzeugt davon, dass Dark das Messer hatte. Der Theorie zufolge, die wir gerade durchgespielt haben, war es Herr Marshall, der das Messer hielt. Nun, in jedem Augenblick wusste ich das nicht. Als dieser Dark mich zu Boden warf, hatte ich nur den einen Gedanken. Ich muss Herr Marshall helfen. Ich glaube, ich schubse den Mann mit dem Messer weg. Moment mal! Was meinst du damit, du glaubst es? Es passierte alles so schnell. Und ich stand unter Schock. Ich kann mich nicht mehr so genau an alles erinnern. Was ich tat,
Es ist alles so verschwommen. Innerhalb weniger Sekunden wurde Frau Sky fast ermordet. Dann beobachtete sie, wie ein Mord begangen wurde. Ein wenig Verwirrung ist da eigentlich nur natürlich. Ich sah, wie der Mann jemand anderen erstechen wollte, den ich für Herr Marshall hielt. Ich wusste, ich musste den Mann mit dem Messer aufhalten. Was du getan hast, war sehr mutig, junge Frau. Und was geschah danach? Dann gab es einen weiteren Blitz. Und ich sah den Blubetschka. Bist du dir sicher? Natürlich. Sehen Sie, er malte hier sogar ein Bild von ihm. Aber der Leiter der Kriminalabteilung dachte sich dieses scheußliche Untier aus. Und das war erst dieses Jahr. Den Blue Badge Girl gab es vor 2 Jahren noch nicht. Das ist alles nachweisbar. Es klingt komisch, aber ich war ebenfalls überrascht, als ich ihn bei der Polizei sah. Ich hatte dieses nagende Gefühl, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Jetzt erinnere ich mich endlich. Oh, Junge. Immer wenn man glaubt, dass es schon genug Aufregung gibt. Sag uns, wo im Raum hast du ihn tanzen gesehen? Er war nicht im Raum, aber ich bin mir sicher, dass ich seinen Umriss sah. Moment mal! Seinen Schatten? Du meinst, du hast sein Gesicht mit dem freundlichen Lächeln oder so nicht gesehen? Das stimmt, aber ich erinnere mich noch daran. Er hatte 3 gruselige Hörner. Das ergibt keinen Sinn. Das Ding hat es unmöglich vor 2 Jahren schon geben können. Die Zeuge muss sich irren. Das könnte schon sein. Aber wichtiger ist, warum sie dachte, dass sie sah, was sie sah. Oh, und ich nehme an, Sie haben eine Erklärung. Wenn dem so ist, bitte ich Sie, uns zu sagen, was dieser Umriss wirklich war. Was hat Emma nur gesehen, als es den Blitz gab? Wer ist dieser Blue Badge wirklich? Vielleicht weiß ich es. Ja, ich weiß es, glaube ich. Der Blue Badge existierte noch nicht mal in den Gedanken, als Emma das Bild malte. Trotzdem ist sie sich sicher, dass sie den Umriss sah. Sehr geehrte Damen und Herren, die Verteidigung glaubt, dass es an jenem schicksalhaften Tag vor 2 Jahren wirklich etwas gab, das dem Blue Badge ähnlich sah. Etwas, das sich hier in diesem Raum befindet. Herr Wright! In diesem Raum? Nun gut, Herr Wright. Was war es, das die Zeuge in jenem Augenblick gesehen hat? Zeigen Sie uns bitte das mysteriöse Etwas, das dem Blue Badge ähnlich sieht. Es ist die Vase. Präsentieren. Der mysteriöse Blue Badge war in Wirklichkeit das hier. Aber das... was ist das eigentlich? Ich glaube, es ist eine Art Vase. Aber Herr Wright, das sieht doch überhaupt nicht wie der Blue Badge aus. Du hast tatsächlich recht. So wie sie jetzt dasteht, ist es nur eine Vase. Aber was ist, wenn wir unseren Blickwinkel ändern? Unseren Blickwinkel... Ich muss Ihnen den richtigen Blickwinkel zeigen. Oh je. Oh Mann. Das kann ja jetzt heiter werden. So in etwa? Nicht ganz. So, oder? Nun, ist das nicht ein Wunder? Der Blue Badge. Keiner kann die Ähnlichkeit der Vasen mit dem Blue Badge bestreiten. Ernsthaft. Nein, das ist nicht möglich.